Und dann auch noch umziehen. Ich bin seit 7 Uhr auf, hab den ganzen Tag nichts gegessen und bin müde. Ich weiß schon, aber es dauert nicht lange. Das muss doch auch mal sein. Sei kein Frosch, Ryan. Oh, lala, ist ja toll, Jack. Eine Champagnerparty. Jack, ich bin total müde. Können wir das Ganze nicht einfach verschieben? Wir gönnen uns mal was Gutes. Na komm schon. Wir haben schon seit langem nur noch für diesen Laden gelebt. Jack, für mich nicht. Ja, wenn jemand recht hat auf eine kleine... Ja, wow! Recht hat auf eine kleine Party, dann sind wir das. Jawohl, wir feiern heute mal unser Glück. Oh, Glück? Ich fühle mich völlig ausgebrannt. Gut, dann wird ein Glas Champagner bei dir Wunder wirken. Der Champagner gibt also, mir jetzt den Rest. Heben wir jetzt unsere Gläser auf die erfolgreichsten Jäger, weit und breit von verfluchten Antiquitäten. Uns drei. Ja. Wir haben leider geschlossen. Tut mir leid. Ich bin gekommen, um Ihnen etwas zurückzubringen, das mir nicht gehört. Hier ist es. Hey, Moment mal. Was ist das? Der ist einfach abgehauen. Mal sehen, was es ist. Sieht aus wie eine Urne. Jack? Altes Reich, ägyptisches Urnengefäß. Ist es das möglicherweise? Das ist eine Kanope, ganz genau. Sowas diente zur Aufbewahrung der inneren Organe von Mumien. Na herrlich. Wenn wir nur mal alles so leicht wiederkriegen würden, frei Haus und gratis. Na dann runter damit in den Keller. Mickey, hilf mir doch mal, es wird immer voller da unten. Ja, aber du trägst das Ding. Komisch. Von diesem einen Tag weiß ich nichts. Es gibt hier hunderte von merkwürdigen Sachen, Jack. Du erinnerst dich eben nicht an alles. Und ohne den Namen des Käufers? Hast du dir wehgetan? Die Treppe ist kaputt. Dann weiß ich ja, was ich morgen Nachmittag tun werde. Besser morgen früh. Lass uns das Ding irgendwo hinstellen. Siehst du, was ich sehe? Hier unten sieht's schlimm aus. Wir werden mal die eher leichten Sachen nach oben stellen. Leicht soll das ein Witz sein? Die Urne ist ganz schön schwer. Was ist los? Oh mein Gott! Rashid, du bist da, Gott sei Dank. Wie schnell kannst du hier sein? Was ist denn los? Ich weiß nicht. Geh weg aus meinem Haus! Du weißt, was zu tun ist, Barry. Ich weiß ja nicht, ob das so eine tolle Idee ist. Du hast doch gesehen, was die Puppe gemacht hat. Wir haben sie denen verkauft. Wir sind für sie verantwortlich. Hör auf!
Check over there. Fine, I'm here. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, was ist denn geschehen? Was ist passiert? Die Puppe. Wo ist sie? Ich kann sie nirgendwo sehen. Einen Krankenwagen bitte. Nottingham Way 33. Sieh mal, da ist sie. Nein, warte. Entschuldigung. Mary, ich war gestern Abend bei dir zu Hause. Kannst du dich noch daran erinnern? Wieso ich hier bin, weißt du doch, oder nicht? Du willst Vita wegnehmen. Nein. Ich will Vita nicht wegnehmen. Ich muss es aber. Es wäre besser, wenn du weggehst. Aber vorher wirst du sie mir geben. Mary, jetzt hör doch mal. Bitte, gib Vita jetzt her. Das hier ist jetzt kein Spiel mehr. Gib sie her. Mary, das ist nicht witzig. Hallo, alter Freund. Oh, Rashid. Jetzt sag mir, was ist eigentlich passiert? Ich bin nicht ganz sicher. Jemand hat uns eine Kanope zurückgebracht. Hier war sie drin. Dann ist das Ding wohl irgendwie aufgegangen, als Mick und Ryan es unten im Keller verstauen wollten. Und dann war hier der Teufel los. Sie sind beide eingeschlossen. Jack, das ist altes Reich, vielleicht 5000 Jahre alt. Wie sah das Gefäß aus? Na ja, also, das Gefäß war grün und der Aufsatz war der Kopf des Anubis. Was sollen wir jetzt tun? Anubis. Ich hoffe, es ist nicht sowieso zu spät. Was ist das denn da? Ultraviolettes Licht. Benutzt du denn keine Magie? Ich benutze Magie und Technik, bitte. Es funktioniert. Amon. Phtah. Hotep. Horus.
falkenköpfige Gott. Horus, Geleiter der Seelen durch die Hallen des Todes. Ja, das Gefäß, es war doch offen. Ja, und es kam da so etwas wie grünes Gas heraus. Hab ich mir gedacht, Natron, die Salzlösung diente zum Schutz der Körper und inneren Organe der Mumien. Bist du sicher, wir können den Keller nicht öffnen? Natürlich bin ich das. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Jack, es gibt da eine Legende, eine uralte Sage in Hieroglyphen aus dem Tempel des Amon-Ra. Sie erzählt von dem Schicksal derer, die jene Dämpfe atmen, die aus den Kanopen des Anubis aufsteigen. Sie fallen in einen schrecklichen, grauenvollen Todestraum, in dem die entsetzlichsten Erfahrungen des Träumers ständig wiederkehren. Und was passiert dann mit ihnen? Der Abdruck erdauert an, ewig und ewig und ewig, und schließlich werden ihre Herzen vor Angst zu schlagen aufhören. Wie viel Zeit haben Sie noch? Ich werde mal sehen. Ab dem Zeitpunkt des Einatmens der Dämpfe 4 Stunden. Es ist etwa eine Stunde her. Nur noch bis Mitternacht. Hi. Ich konnte nicht früher anrufen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich wusste nicht, was mit dir los war. Ich musste mitgehen, sonst hätten die Verdacht geschöpft. Warum kommst du nicht her? Jetzt? Es ist doch schon fast morgens. Na und? Du kannst immer noch für den Rest der Nacht hier sein. Na gut. Und den Amor hast du wieder? Ja. Da bin ich froh. Bis gleich. Ich liebe dich. Ich habe so lange darauf gewartet. Heute Nacht, da sind wir 3 ganz alleine. Du? Entschuldige, wir haben vorhin deinen Anruf bei Laurie mitgehört. Wo ist sie? In Sicherheit, da, wo du sie nicht kriegst. Jetzt gib mir den Amor. Du hast mich reingelegt. Miggy, mach auf! Nein! Ich kann nicht! Das ist für mich und Laurie. Was? Du könntest sie töten? Ich habe keine Wahl. Es ist einfach so. Du könntest es auch sein. Genau wie diese Frau heute Nacht. Lustig gemacht hat sie sich über mich. Nie wieder. Schließlich hat sie gesagt, dass sie mich liebt. Sie alle sterben. Auch du. Miggy! Ist alles in Ordnung? Mir ist nichts passiert. Nein, tu ihm nicht weh! Miggy, geh weg von ihm! Ich liebe ihn! Hörst du das? Also sei ein lieber Junge und zieh schleunigst Leine. Du siehst doch genau, die junge Lady will ihren Spaß! Du lässt ihn in Ruhe! Was willst du dagegen machen? Eddie, los, gib mir die Axt! Du willst die Axt? Komm doch und hol sie dir! Thank you.
beschwören einige äußerst mächtige Wesen. Wenn die Mischungen nicht perfekt sind oder die Beschwörungen fehlschlagen. Du hast recht, Rashid. Ich weiß. Rashid, es ist fertig. Ihr, die ihr seid in den Bergen von Araka, unberührt von dem Atem der Menschen. Schlafend im tiefen Gestein. Wacht auf, ihr Alten, kommt her. Hört im Namen von Protek, Alidek, Mindanor. Lasst die Mauern bersten und lasst die Brücken niedersinken. Ihr Wächter des siebenten Tores, ich befehle euch, öffnet das Tor. Weniger als 3 Stunden wird der Fluch sie getötet haben. Was können wir jetzt noch tun? Du kannst jetzt nur noch eins tun. Schick mich in ihren Albtraum. Du musst es tun. Für uns alle. Du müsstest besser als jeder andere wissen, wie groß die Gefahren sind. Du warst noch niemals in dieser Dimension, wer weiß. Rashid, es ist die einzige Hoffnung. Ich weiß. Aber jetzt hinunterzusteigen in ihren Todestraum... Nur Gott kann wissen, was dort mit dir geschieht. Aber wir wissen, was geschieht, wenn ich es nicht tue. Marge, ich bin Ihnen wirklich dankbar für Ihre Hilfe. Ja, das ist ja. Sehr nett. Setzen Sie sich schön ruhig hin. Ihr Leute aus der Stadt könnt euch nicht entspannen. Ihr seid zu hektisch. So ist es gut. Ruhen Sie sich erst mal aus. Ich werde gut für Sie sorgen. Marge, schließen Sie die Tür wieder auf! Was hast du hier zu suchen? Wer bist du überhaupt? Da hinten liegt ein totes Mädchen. Was hast du getan? Ich habe nichts getan. Du wolltest das Rätsel des Glücks aufklären. Du hast sie getötet, damit sie schweigt. Ja!
Nein! Es ist aus mit dir. Das sollte gehen, fast genauso gut. Ja. Jetzt ist es so. Ganz vorsichtig. Langsamer, die Mandrake-Wurzel ist sehr empfindlich. Ja, ist gut. Jetzt entsteht die Verbindung. Gut, und jetzt. Hier, Jack, trink es und warte. Irgendwas versucht durchzukommen. Hallo, Jack. Alter Freund, das hast du wohl nicht erwartet. Louis! Warum tust du ihnen das an? Mein Neffe und meine Nichte werden bezahlen für ihre Einmischung. Und sie zahlen so lange, bis sie tot sind. Die Macht der Dunkelheit wird dieses Geschäft übernehmen. Und dann werden sich wieder Satans Werkzeuge gleich einer schwarzen, unaufhaltsamen Flut in die Welt ergießen. Und mit ihnen wird das Böse siegen. Das werde ich verhindern. Du wirst aber tot sein, Jack. Verstehst du nicht? Du wirst in der Hölle meinen Platz einnehmen. Und das hier wird wieder mein Geschäft sein. Nichts in der Welt kann mich abhalten, dich zurück in die Hölle zu schicken. Und doch wirst du es nicht schaffen. Du Wirrkopf. Denkst du, du kannst mich aufhalten? Du kannst sicher sein, ich werde alles versuchen. Wir haben viel zu tun. Pro nomine Belphegoris, böses Wesen, ich fordere dich auf, verschwinde! Na, lange wird ihn das sicher nicht fernhalten. Jetzt schnell, verdammt, wir haben nicht mehr viel Zeit. Das Natrongas war für sie die Brücke zur Unterwelt. Aber wir müssen einen anderen Weg finden. Nicht weit sein. Halt die Augen offen. Pass auf! Ah!
Dachtet ihr zwei wirklich, ihr entkommt mir? Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Ich verfüge über die Macht, Leben zu geben oder es auszulöschen. Los, komm, schnell weg! Lauf, Mickey, los! Lauf! Lauf! Du dann bist! Wir brauchen eine Waffe! Hier! Das ist besser als gar nichts! Los, versteck dich dahinter! Du sollst dich verstecken! Wir sind zu zweit. Vergessen? Nein. Wie könnte ich dich vergessen? Ich warte mit dem Besten bis zum Schluss. Sieh dir das an. Da ist es. Was sagst du dazu? Das ist ja unglaublich. März 1947. Das allererste Exemplar. Die Geschichte von den Untoten. Der Anfang einer großen Legende von Ferros, dem Unzerstörbar. Weißt du, dass er mir am besten gefällt? Deswegen darfst du ihn ja auch bewundern. Der Comic stammt aus einem Nachlass. Die hatten keine Ahnung, wie wertvoll er ist. Aber das ist noch nicht mal das Ausschlaggebende. Sieh dir mal an, wer es signiert hat. Jay Starr, das darf doch nicht wahr sein. Da staunst du, was? Was verlangst du dafür? Lass es, den biete ich auf einer großen Auktion an. Übermorgen wird er im Auktionshaus Briggs versteigert. Charlie, warte noch, ich muss sofort nach Hause und mein Sparschwein plündern. So viel Geld hast du auf der hohen Kante? Mann, ich glaube, ich habe den falschen Beruf. Bis später dann. Was zum Teufel machst du denn da? Du verdammter Idiot, lass die Finger davon! Ich tu, was ich will! Geh da weg, ich will's haben! Damit bringst du dich nur in Schwierigkeiten, du Idiot! Na gut, du willst es nicht anders, dann muss ich eben die Bullen rufen! Wirst du das Land deines Feindes betreten. Es ist das Land, in dem Satan herrscht. Nun, ich war schon mal dort und hatte weniger zu verlieren als jetzt, ohne dich. Vergiss nicht, er wird sicher alles tun, was in seiner Macht steht, um dich von deiner Aufgabe abzulenken. Er trifft dich, wo du verwundbar bist.
in deiner Liebe. Wenn er Erfolg hat, wenn Mickey und Ryan sterben, während du in ihrem Traum bist... Dann werde auch ich sterben. Du wirst eine Grenze finden, wenn du da drinnen bist, Jack. Wenn du sie dazu bringen kannst, dass sie zweifeln, dass sie sich abwenden von dem Traum, wirst du möglicherweise die Grenze durchbrechen und sie befreien. Eine andere Möglichkeit hast du nicht. Doch Satan versucht dich bestimmt. Dreh dich, wende dich. Du weißt, mein Freund, Satan ist kein fairer Kämpfer. War er das jemals? Also, dann los. Alter Freund. Alter Freund. Seine Seele retten, Jack. Es ist zu spät für Mickey und Ryan. Sie sind jetzt schon tot. Aber deinen Sohn kannst du retten. Peters Leib brennt für alle Zeiten. Außer du hörst auf mich. Denk darüber nach, Jack. Dein einziger Sohn in meiner Gewalt. Für alle Ewigkeit. Danny, bist du es wirklich? Ich könnte ihn zurückholen. Ein blühendes Leben, genauso wie er früher war. Alles, was du tun musst, hör auf mit deiner Suche. Nein, Peter ist tot! Los, greif doch zu. Jack, dann kannst du ihn mitnehmen. Daddy! Peter, willst du mit deinem Vater nach Hause gehen? Hilf mir, Daddy! Ich will nach Hause! Du hast gar nicht Peter, du lügst doch! Jack, willst du denn deinen Sohn in der Hölle lassen? Danny! Nein, Satan, du wirst mich nicht verführen! Macht euch auf alles gefasst. Wenn sie ihn hat, wird sie ihn sicher nicht rausrücken wollen. Aber vorher musst du erst einmal einer von uns werden. Holt doch den Mantel!
fest, du darfst es nicht loslassen! Geh weg von ihm! Mickey! Rashid! Es gelingt nicht. Jack ging in die falsche Richtung. Er stirbt jetzt und Dämonen quälen ihn. Du bist der Nächste. Die seelische Verbindung zu Jack wird dich töten, Rashid. Du bist im Dienst des Satans verblödet, wenn du denkst, dass du mich damit reinlegst. Komm aus deinem Pentagramm heraus, dann rette ich euch beide. Nein! Mickey! Ryan! Was ist das? Das ist ein Traum. Nur ein Traum. Die neuesten Nachrichten. Die neuesten Nachrichten. Die Yacht der Jetzt hör mal, Jack. Du hattest recht. Das war nicht dein Sohn. Und ich wollte dir das auch nicht antun, Jack. Mickey, Ryan! Du willst also Ryan und Mickey retten? Dann tausche den Platz mit mir, Jack. Ich kann all das sofort beenden. Keine Geschäfte, Louis, nie und nimmer! Jack! Rashid! Es wird dir gelingen, Jack, es wird dir gelingen, Jack. Mit diesem Schmuck können wir durch alle Zeiten reisen. Nur ein Tropfen deines kostbaren Blutes. Vermischt mit meinem Blut. Ja! Ach, jetzt habe ich aber endgültig genug von dir. Was auch immer dir diese Frau bedeutet hat, sie gehört dir nicht mehr. Sie gehört jetzt mir! Mir! Nun sprich deine Gebete, mein Freund. Das werden nämlich die letzten Worte in deinem Leben sein. Ryan! Mickey! Kommt hierher! Jack! Mickey! Hier bin ich! Ist das Jack? Ich bin hier, seht doch! Wo sind sie? Ich hoffe, Louis brennt bis in alle Ewigkeit. Oder noch länger. Jack, ist alles okay? Ich habe Peter da gesehen. Wen? Meinen Sohn.
Nein, er will jetzt lieber allein sein. Er hat nie gesagt, dass er einen Sohn hatte. Ja. Und was war mit ihm? Peter? Peter war ein enorm spirituelles Kind mit einer großen Fähigkeit zu lieben. Er wollte einmal einer Freundin helfen, einem Kind, das die Ärzte für verrückt hielten. Aber Peter wusste intuitiv, dass das Mädchen in Wirklichkeit besessen war. Also entschied er sich zu helfen. Beim Lesen von einem von Jacks Büchern entdeckte Peter dann die Existenz einer Traumebene. Daher wusste Jack, wo wir sind. Ja. Aber Peter war erst 12. Das ist unglaublich. Er war 12, aber ganz allein überschritt er alle Barrieren und ging in die Gedankenwelt dieses kranken Mädchens hinein. Aber er war dort ohne einen spirituellen Helfer. Er hatte keinen Halt in unserer Welt hier und so konnte er nicht zurück. Er ist dort gestorben. Das hat er nie erzählt. Nein. Natürlich nicht. Ja. Es ist jedenfalls vorbei. Vorbei? Ihr Onkel Louis wandelt immer noch in der Unterwelt. Der wird nicht so leicht aufgeben. Was auch immer wir dafür tun müssen, nie wieder darf Louis zurückkommen.